Traurigkeit, Einsamkeit, Depression, Ängste, Verlassenheit, Stress. Das sind alles Themen, die viele Menschen belasten. Und heute wollen wir uns mal diesen Themen widmen und leichte und gute und spannende Tools euch liefern, mit denen ihr euch da ein bisschen helfen könnt. Und deswegen heißt die Sendung heute der Notfallkoffer für deine Seele. Und ich spreche ja heute wiederum mit einer mittlerweile wirklich lieben Freundin, der Satya Marchand. Ich grüße dich sehr, dass du wieder da bist. Und ich freue mich so, dass ich wieder da sein darf. Dankeschön. Sehr willkommen. Und ich bin überzeugt, mit dir wird es auch trotzdem eine Leichtigkeit haben, obwohl wir uns diese Themen genauer ansehen. Und ich freue mich drauf. Und das Ganze geschieht auf Mystica TV. Ja, ihr Lieben. Hallo Satya. Schön. Hallo Thomas. Ja, wir haben ja schon ein paar Mal miteinander gesprochen. Es gibt auch einen sehr schönen Online-Kurs von dir, wo es wirklich um Traumaheilung geht, weil wahrscheinlich sind sehr viel mehr Menschen auf irgendeine Art und Weise traumatisiert in der heutigen Zeit. Und diese Themen kommen hoch, ja, in dieser seltsamen Zeit umso mehr, aber ja, man kann es nicht steuern und die Dinge geschehen. Und deswegen wollen wir uns heute mal so ein bisschen ja mit dem Seelenleben beschäftigen und mit Themen, die viele Menschen betreffen. Du bist ja mittlerweile also noch fleißiger, du berätst den ganzen Tag Menschen, hast du mir auch erzählt, da ist wirklich viel los. Gibt es denn spezielle Themen, die sich in letzter Zeit häufen, mit denen die Menschen zu dir kommen? Also was sich häuft, das hängt natürlich mit dieser sogenannten C-Krise zusammen. Mhm. Das ist schon ganz deutlich, aber ich würde gerne noch kurz auf das eingehen, was du vorher gesagt hast, nämlich dass du hast gesagt, dass wir ja alle mehr oder weniger traumatisiert sind oder viele von uns. Du hast gesagt, viele von uns. Und ich würde tatsächlich so weit gehen wollen, zu sagen, dass Trauma eben überhaupt kein individuelles Schicksal ist, sondern das Trauma, auf das ich mich beziehe, das sogenannte Entwicklungs- und Bindungstrauma, das geht wirklich weit über eine Individualität hinaus, sondern das ist ein ganz großes gesellschaftliches Phänomen geworden. Und führende Traumatologen sprechen tatsächlich auch davon, dass wir in einer komplett traumatisierten Gesellschaft leben. Und um das vielleicht so ein bisschen zu veranschaulichen, braucht man sich eigentlich nur klarzumachen, wie Entwicklungs- und Bindungstrauma entsteht oder was das überhaupt bedeutet. Und das ist natürlich ein sehr komplexes Gebiet, aber kurz zusammengefasst könnte man vielleicht sagen, dass ein Entwicklungs- und Bindungstrauma immer dann entsteht, wenn ein Kind das Gefühl hat, nicht zu 100% so geliebt zu werden, wie es ist. Die Eltern sagen zu den Kindern fast nie, ich hab dich lieb, weil du bist, wie du bist. Und das ist aber genau das, was jedes Kind braucht. Und in den meisten Fällen ist es so, dass die Eltern Vorstellungen davon haben, wie ihr Kind sein sollte und versuchen also diesem Kind den Vorstellungen oder ja den Vorstellungen gerecht zu erziehen. Und aus erwachsener Perspektive hört sich das eigentlich gar nicht so schwierig oder so bedeutsam an, weil man könnte sagen, na gut, dann kann das Kind sich halt nicht so frei entfalten, wie es das gerne gewollt hätte, aber warum soll denn das so schlimm sein? Und das Schlimme ist, dass wir nicht nur geistige Wesen sind, sondern wir sind tatsächlich auch biologische Wesen. Mhm. Und als biologisches Wesen haben wir ein autonomes Nervensystem. Und das autonome Nervensystem ist das Instrument, was unser Überleben sichert. Das heißt, es steuert unsere Reflexe, das ist für die Atmung zuständig, für die intrazellulären Prozesse. Also ohne unser autonomes Nervensystem könnten wir nicht überleben. Und wenn ein kleines Kind die Erfahrung machen muss, dass es womöglich voller freudiger Aufregung in die Küche gelaufen kommt, um seiner Mama ein Bild zu zeigen. Und die Mama hat aber vielleicht gerade ein anderes Programm und kann sich dem Kind nicht widmen oder ist vielleicht sogar genervt, stößt das Kind zurück, dann ist das für das Kind nicht nur traurig, weil die Mama gerade nicht so viel Zeit hat, sondern für das Kind bedeutet das sogar eine Gefahr. Denn das Kind ist existenziell abhängig davon, in der Fürsorge und in der Verbundenheit und in der Obhut der Familie zu bleiben. Und das weiß jedes Kind ganz tief instinktiv. Wir sind so gesehen Herdenwesen und Tiere, die nicht mehr in der Herde sein dürfen, die müssen sterben.
Und bei Menschen ist das tatsächlich nicht so sehr unterschiedlich. Wenn ein Kind fürchten muss, aus diesem elterlichen Verbund rauszufallen, dann geschieht in seinem Körper die Reaktion einer Gefahr oder sogar Lebensgefahr. Und die wird im autonomen Nervensystem verschaltet. Die wird richtig verdrahtet wie zwei Elektrodrähte umeinander. Es entsteht also das Entsetzen, dass man womöglich die Liebe verliert und zurückbleiben muss. Und oftmals, und da wird es dann wirklich spannend, noch gekoppelt mit einem Glaubenssatz. Zum Beispiel, wenn das Kind in einer Erregung ist, weil es irgendetwas gerne möchte, aber es nicht bekommen kann, also eine Empörung empfindet oder eine Wut empfindet, daraufhin wird es zurückgewiesen. Das heißt, es gibt eine körperliche Reaktion und Verschaltung von Entsetzen. Und dazu noch der Glaubenssatz, das macht man nicht. Man darf nicht wütend sein. Und so entstehen Verschaltungen auf ganz tiefer neuronaler Ebene, die gekoppelt sind mit Glaubenssätzen. Und die sind tief, tief eingebrannt im Nervensystem. Und diese Art Glaubenssätze kriegt man nicht mehr raus durch Visualisierung oder durch andere innere Arbeit, sondern das ist ein Körperzustand. Vielleicht gesellschaftlich gefragt, also die Eltern selber, die sind ja auch nicht böse, sondern sie selber sind möglicherweise auch traumatisiert und haben das ja auch nie auflösen können, haben vielleicht noch schwierigere Vergangenheiten gehabt als ihr Kind. Das heißt, es wird immer weitergetragen. Vielleicht jetzt mal so philosophisch gefragt, das fühlt sich ja so an, was ist der Sinn dahinter, warum geschieht das denn eigentlich und gibt es einen Weg der Heilung? Das sind gleich drei Fragen. Also das Erste ist, das ist auch super wichtig, was du sagst. Es hat nämlich überhaupt nichts mit Bosheit zu tun und man kann auch überhaupt nicht von Schuld sprechen, sondern es hat mehr mit dem Vermögen zu tun, das man hat, oder mit dem Unvermögen. Und so entstehen dann eben auch diese transgenerationalen Traumata. Alles, was wir für uns nicht lösen können, müssen wir notwendigerweise an unsere Kinder weitergeben und die dann an ihre Kinder und so weiter und so weiter. So, und wenn du dann fragst, ob sich das heilen lässt, dann lässt sich das auf jeden Fall heilen. Die Botschaft, ja. Und die Voraussetzung ist natürlich erstmal, dass man überhaupt ein Bewusstsein dafür hat. Das ist tatsächlich total wichtig, denn da die meisten Menschen das Wort Entwicklungs- und Bindungstrauma noch gar nicht kennen, sondern eher so Schocktrauma damit assoziieren, also ein einmaliges Erleben, nachdem das Leben nicht mehr so weitergeht wie vorher, ist es halt wichtig zu wissen, dass Entwicklungs- und Bindungstraumatisierungen fernab von offensiver Gewalt geschehen können. Das heißt, es kann nach außen hin eine wirklich liebevolle, behütende, fürsorgliche Familie sein, weil die Wunden, die im Entwicklungs- und Bindungstrauma entstehen, die entstehen auf eine oder können entstehen auf eine so unspektakuläre Art, dass der Betroffene später für sich nicht sagen würde, oh, ich bin traumatisiert. Weil wenn er zurückblickt, dann sind eigentlich keine entsetzlichen Vorkommnisse haben stattgefunden, oftmals jedenfalls. Aber das Wissen darum, dass wenn man rauszufallen droht aus dem Verbund, dass man dann in eine Todesangst gerät, weil man fürchtet, sterben zu müssen, und so definiert sich ja Entwicklungs- und Bindungstrauma, das wissen halt die Menschen nur mit einem entsprechenden Bewusstsein. Und wenn man das hat, dann hat man den Kontext, um zu schauen, wie man da rauskommen kann. Bevor wir uns diesen Weg der Heilung genauer anschauen und auch, was das alles impliziert. Dazwischen war noch meine Sinnfrage. Das ist natürlich sehr philosophisch. Das ist die Frage, hat es überhaupt einen Sinn, diese Sinnfrage zu stellen? Aber ich mache das immer gerne. Es fühlt sich ja schon so an wie Schicksal. Boah, da muss ich jetzt irgendwie raus. Aber okay, die Seele will sich ja entwickeln und sie tut es halt auf diese Weise, oder? Also ich finde die Sinnfrage total wichtig, weil wenn wir uns die Sinnfrage nicht beantworten können, wenn alles Sinn entleert oder unzusammenhangslos erscheint, dann finde ich, glauben wir auch nicht mehr die Motivation, morgens überhaupt noch aus dem Bett aufzustehen, weil wozu denn dann alles? Und natürlich ist das ein ganz weites philosophisches Gebiet und jeder hat vermutlich auch oder sicherlich sogar andere Weltmodelle, Glaubensmodelle, Anschauungsmodelle. Mein persönliches Modell geht so, und das ist vielleicht dann parallel zu deinem oder auch deckungsgleich, die Seele möchte sich entwickeln und die Seele braucht Erfahrungen. Und um ein vollständiger Mensch zu sein, brauchen wir jede Erfahrung. Wir können nichts auslassen. Wir sind nicht im Vollspektrum, wenn wir ein paar Erfahrungen nicht machen konnten. Also gehe ich mal davon aus, dass wir in einer Versuchsanordnung, genannt Familie, reinkarnieren, wo wir genau die Konstellation vorfinden, die uns in unserer Erfahrung noch fehlt. Und ja, einige Leben vorher schon hatten, wahrscheinlich sogar viele, wo viele Erfahrungen schon gemacht wurden, aber manche halt noch nicht. Manche noch nicht, ganz genau. Oder wenn das Angebot von der Erfahrung ist, die Erfahrung aber nicht eingelöst wird, also angenommen, ich inkarniere, weil ich mir vorgenommen habe,
die Trauer zu erforschen und schubse mich dann aber davor und versuche mich abzulenken und nicht in die Trauer zu kommen, dann werde ich wahrscheinlich noch ein paar Anläufe brauchen, um diese Erfahrung dann machen zu können. Ja, aber das ist tatsächlich, wie du auch sagst, ein wichtiges Thema, gerade für Menschen, die jetzt vielleicht in schwierigen Phasen sich befinden, da hat man ja oft keine Hoffnung mehr. Aber die gute Botschaft ist, alles, was du erfährst, alles, wo du durchgehst, ist letztlich dann ein Erfahrungswissen und es geht in Richtung Bewusstseinserweiterung und Lebensfreude, oder? Ich meine, danach sehen wir uns alle. Und wir müssen die Sachen erfahren. Mhm. Also jeder kennt vielleicht so aus dem eigenen Anekdotenkästchen solche Geschichten wie, dass man nicht weiß, wie sich Verliebtheit anfühlt, wenn man in Büchern darüber liest. Oder wenn vielleicht jemand eine Freundin einem erzählt, wie toll sich das anfühlt. Aber wenn wir die Erfahrung des Verliebtseins nicht selbst machen, dann wissen wir nicht wirklich, wovon wir reden. Ja. Und so gilt es für jedes Gefühl, für jede Emotion und für jede Erfahrung. Es nützt uns nichts, die nur im mentalen Raum zu bewegen und die auch vom Reißbrett aus beantworten zu können, sondern wir müssen sie in unseren persönlichen Erfahrungsschatz holen. Und das ist der Sinn. Und ich finde, es ist ein sehr schöner Sinn. Ja, und vielleicht kann man auch sagen, daran glaube ich ja auch, dass wenn du jetzt gerade echt krass in tiefen Themen bist, dann bist du einfach sehr mutig, dann ist deine Seele sehr mutig, die hat sich jetzt dieses Thema vorgenommen. Also ich glaube auch wirklich daran, dass zur rechten Zeit die Themen auf die richtige Art und Weise uns begegnen. Ja. Und wir müssen uns gar nicht als Opfer sehen, sondern hey, das will jetzt meine Seele als nächstes bearbeiten und verstehen. Und selbst wenn es lange dauert. Ja. Ich glaube, das ist auch wichtig, da eine gewisse Geduld zu haben, egal bei welchen Themen. Geduldig, liebevoll, spielerisch, aber dran zu bleiben, oder? So grundsätzlich. Ja, und es wäre wirklich schade, wenn wir das trügen mit der Vorstellung, dass wir Opfer sind. Wobei auch da möchte ich schon unterscheiden, weil es gibt im spirituellen Sinne, würde man nie von Opfer und Täter sprechen, weil im spirituellen Sinne gibt es so etwas nicht. In der Spiritualität ist ein liebendes Einheitsbewusstsein oder Gott ist ein Synonym für ewige Liebe ohne Anfang, ohne Ende und Harmonie. In der Traumaheilung hingegen gibt es schon Täter. Ja, das und hilflose Opfer. Kind, das konnte sich ja nicht wehren, das hat einfach die Dinge erstmal so erlebt. Die Psyche des Kindes, die Seele ist was anderes, die Seele, die Erfahrung macht, aber erstmal bist du immer wieder auch in deiner Psyche. Auch wenn du in der Angst bist, bist du erstmal in der Psyche, oder? Jawohl, und um genau zu sein, bist du mit der Angst sogar im Körper. Mhm. Das ist nämlich das rasend Revolutionäre, was die Polyvagaltheorie in die Öffentlichkeit gebracht hat. Da gibt es einen Satz, ich glaube, der ist von Stephen Porges und es ist ein Hammersatz, obwohl der nur sehr kurz ist. Und dieser Satz lautet: Der Zustand unseres Körpers entscheidet über das psychische Erleben der Welt. Und in dem Sinne wäre die Angst dann auch tatsächlich kein psychisches Problem, sondern die Angst wäre eine Körperdisposition. Und um genau zu sein, der Fluchtkampfmodus, der Überlebensmodus des autonomen Nervensystems, der sich psychisch unter anderem als Angst äußern kann. Wow, spannend. Wir haben in einem anderen Talk, auf den wir gerne verweisen, ausführlicher darüber gesprochen. Ja. Aber man kann schon sagen, also dass sozusagen so traumatische Befindlichkeiten eigentlich die Ursache sind, warum heute Menschen an verschiedenen Dingen und Themen leiden. Deswegen, wie du schon angedeutet hast, ist es sinnvoll, sich ein bisschen wie ein Forscher zu sehen und erstmal herauszufinden, was hatte ich denn überhaupt für eine Kindheit? Was war denn da los? Wie gehe ich denn da vor, wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, jemand leidet unter Depression, ist wirklich traurig und sieht keinen Sinn mehr in allem und so. Wie geht er da jetzt vor als Forscher? Was kann er als erstes, was gibt es für erste Hilfsmittel, die den Menschen helfen, vielleicht zunächst einmal, ich sag mal, einfach nur lebendig zu bleiben oder wieder zu werden? Ja, das ist lustig, weil die, oder nicht lustig, aber das ist so eine schöne Fügung, die du jetzt da gerade triffst, weil wenn man in der Depression ist, dann findet man eben gar nichts mehr freudig und lebensfreudig, sondern dann ist man in eine Aussichtslosigkeit gehüllt und in eine Hoffnungslosigkeit. Und da ist es notwendig, für mein Verständnis notwendig zu wissen, wie eine Depression eigentlich funktioniert. Und man könnte sagen, jetzt grob zusammengeschnurrt auf so eine Essenz, dass das Erleben einer Depression eine nach innen gerichtete Wut ist. Und um das ein bisschen besser nachzuvollziehen, müssen wir uns vergegenwärtigen, was passiert, wenn wir eine Wut spüren. Wut ist eine Veränderungsenergie. Die gehört zu den 5 Grundemotionen und wir brauchen sie zwingend. Immer wenn wir etwas nicht
an uns ranlassen möchten, um unsere Grenzen zu schützen, brauchen wir diese Veränderungsenergie der Wut, um das von uns zu halten, um uns zu schützen. Oder auch andersrum, wenn wir etwas dringend brauchen, dann brauchen wir diese Wut, um das zu bekommen. Mhm. Und wenn ein Baby beispielsweise weint, dann kann das sich sehr wütend anfühlen. Das Gesichtchen wird dann auch rot und da ist ordentlich Kraft dahinter. Wenn das Baby aber nicht erhört wird, weil zum Beispiel die Mutter glaubt, das soll sich mal ruhig ausschreien, das erschöpft sich dann so schön, dann schläft es wohlig. Oder wenn die Mutter selber ein Problem hat mit Wut, ja, das ja, auch genau. ablehnt, ja, also nicht gut wütend kann. Zu sein, ja, dann genau. hat das Kind gar nicht die Einladung, mal richtig zu schreien. Genau, und was dann passiert, ist keineswegs, dass verstanden wird, aha, das ist jetzt deplatziert und meine Umgebung kann das nicht halten, sondern das, was passiert, ist, dass ich mit meiner Veränderungsenergie keine Veränderung bewirke. Und das führt notwendigerweise in Resignation. Das heißt, wenn das Kind dann aufhört zu schreien, dann gibt es auf. Mhm. Es resigniert, es wird hoffnungslos, es geht in eine Depression. Und biologisch betrachtet könnte man eine Depression fast wie als Einleitung zu einem Sterbeprozess sehen. Oh. Denn wenn alles aussichtslos ist, wenn wir die Welt nicht mehr als veränderbar erfahren dürfen, ja, was bleibt denn dann? Dann bleibt nur das Runterfahren des Organismus und nach der Depression kommt die Erstarrung und auch die Erstarrung und dann kommt eine Dissoziation, dann vielleicht irgendwann noch der Shutdown und das führt alles dazu, dass das Sterben nicht so wehtut, dass wir nicht mitkriegen, wie schmerzhaft es ist, dass es jetzt zu Ende geht. Krass, okay, wie komme ich denn wieder raus? Das ist dann manchmal fast zu banal, aber aus Sicht des Nervensystems ist es total wichtig, einen Handlungsimpuls zu setzen. Das heißt, wenn ich weiß oder wenn ich spüre, ich bin depressiv und das aus Sicht des Nervensystems sehen kann, dann weiß ich, mein Nervensystem richtet sich jetzt aufs Ausklingen ein. Das heißt, ich muss ihm zu verstehen geben, dem Nervensystem, dass ich noch eine Selbstwirksamkeit habe. Das heißt, ich muss mich bewegen. Und diese Bewegung braucht nicht ein Waldspaziergang zu werden. Es reicht schon aus, wenn man aufsteht und sich einen Kaffee kocht oder den Kühlschrank putzt oder wenn man dazu nicht in der Lage ist, eine Mikrobewegung macht, mit einer Hand oder mit einem Fuß. Okay. Einfach, weil das Nervensystem merkt, oh, ich kann mich bewegen. Das heißt, wir leben ja noch. Da ist ja noch nichts verloren. Das heißt, was so landläufig empfohlen wird, sich bewegen. Ja, das stimmt genau, um merken zu können, wir brauchen nicht zu sterben. Wir sind selbstwirksam, wir können handeln. Das ist schon interessant. Das heißt, ich kann eben bewusst mit meinem Körper, mit Bewegung Dinge erzeugen, die dann aufs Nervensystem wirken und letztlich auch auf die Seele. Es gibt ja auch dieses, wenn du meditierst oder so, lächle einfach, weil dieses Lächeln überträgt sich aufs Bewusstsein. Ja, ganz selbst wenn es erstmal nur ein mechanisches Lächeln ist, wird es aber zu einem echten Lächeln. Ja, das hat die Vera Birkenbiel so wunderschön in einem ihrer Vorträge gemacht. 2 Minuten muss man es halten und dann wirkt es tatsächlich. Es ist so anstrengend, aber dann werden bestimmte Muskelbahnen und Nervenbahnen aktiviert. Und die haben dann Auswirkungen auf unsere Biochemie und in der Folge geht es uns tatsächlich besser. Ja. Das heißt also, um aus einer Depression rauszukommen, ist erstmal wichtig zu verstehen, was das überhaupt bedeutet, was das aus Sicht des Nervensystems bedeutet. Ja. Dann dagegen zu wirken, indem ich mich bewege und also signalisiere, hallo, hier ist Selbstwirksamkeit, wir können was machen. Und dann ist es auch noch extrem wichtig zu wissen, dass diese Depression eine nach innen genommene Wut ist. Das heißt, für alle Menschen, die sich in dieser Depression oder in dieser Stimmung befinden, ist es wichtig zu wissen, dass Wut ein Thema ist. Und Wut, das muss überhaupt nichts Großes sein, sondern jedes Nein kann eine Tür aufmachen zu der Abgrenzungsenergie oder zu dem, was man gerne tun möchte. Also alles, was damit zu tun hat, die eigenen Bedürfnisse wieder zu formulieren, die eigenen Wünsche in eine Position zu bringen, all das ist ein Antidepressivum. Also einfach den Impulsen zu folgen, egal wo es einen hinführt, aber einfach so mit seiner eigenen... Ja, das wäre schon fast zu schön, wenn du sagst, den Impulsen zu folgen, weil blöderweise ist der Impuls, den wir bei einer Depression haben, ab ins Bett und die Decke über den Kopf. Und da ist es tatsächlich wichtig, diesen Impulsen nicht zu folgen, sondern zu wissen, ja, mein Nervensystem möchte das, weil es glaubt, wir müssen jetzt bald sterben. Aber mein präfrontaler Kortex sagt mir, Moment mal, das ist ja nach innen gerichtete Wut. Ich muss mich also bewegen. Ich darf diesen Impuls nicht folgen. Keineswegs die Decke drüber, sondern die Haustür auf und raus. Ja, wunderbar.
Und das finde ich tatsächlich ganz wichtig, weil man bekommt ja so oft zu hören, auch gerade so in der psychospirituellen Szene, dass wir unseren Impulsen folgen sollen und dass wir auch unseren Gefühlen folgen sollen. Und das ist leider nicht immer richtig, weil wenn die Gefühle aus der Verzerrung eines dysregulierten Nervensystems kommen, dann führen die uns nicht ins Helle und ins Leichte und ins gesunde Schöne, sondern die halten uns in unseren Prägungen gefangen und lassen uns nicht vorwärts kommen. Und das hin wiederum bedeutet, das ist dann jetzt, gehört vielleicht auch schon zu diesen Tools, die in den Notfallkoffer reingehören, dass wir prüfen müssen, ob dieses Gefühl, was wir gerade haben, aktuell und frisch ist, also ob das aus einer Situation sich speist, die ich gerade jetzt mit dir hier erlebe, oder ob das womöglich etwas Rückbezügliches ist. Beispiel, wenn ich in der Depression bin und denke, es hat alles überhaupt keinen Sinn, es ist total hoffnungslos, ich kann tun, was ich will, es klappt einfach nicht, dann ist das ganz stark ein rückbezügliches Gefühl, weil das die Wahrheit meiner Kindertage gewesen ist. Da war es nämlich wirklich aussichtslos. Da hatte ich keine Selbstwirksamkeit, ich wurde nicht unterstützt, ich konnte mich an niemanden wenden, da ist wirklich alles aussichtslos. Aber dieses pauschale Gefühl, alles ist aussichtslos, das gehört nach hinten, das ist rückbezüglich. Denn heute kann ich wählen. Ich habe immer die Wahl, irgendetwas zu tun oder irgendetwas nicht zu tun. Und diese Gefühle, die frisch sind, die sind in der Tat ein gutes Navigationsgerät, um einer Spur zu folgen, der Spur der Freude zum Beispiel. Aber diese rückbezüglichen Gefühle, denen muss man widerstehen oder man muss sie als Unwahrheit erkennen. Okay. Ja. Ein weiterer Glaubenssatz aus der Spiritualität, und das hatten wir auch schon öfter in Mystika, auch in unserem Gespräch, ist ja, dass gesagt wird, du kannst das alles in dir, in der Meditation lösen. Oh, ja. Aber eben ein Mensch, der leicht depressiv ist, der braucht die Mitmenschen, der braucht das Miteinander. Oh, das ist so gut, dass du das ansprichst, weil das so wichtig ist. In der Meditation zu transzendieren und nichts mehr von außen zu brauchen, das gilt für Menschen, deren Nervensystem in der Regulation sind. Diese Menschen haben alles ins Irdische gebracht und alles Materielle verkörpert und dann in der Tat geht es in die Transzendenz und dann braucht man auch nicht mehr nach außen zu schauen, weil jetzt der Weg nach innen angesagt ist. Schön beschrieben. Menschen, die aber leiden, die unter Entwicklungs- und Bindungstrauma leiden, die unter Verletzungen leiden, versuchen oftmals dem Leiden zu entfliehen, indem sie in die Meditation gehen oder in die Spiritualität gehen, um es dort aufzulösen. Es kann aber erst aufgelöst werden, wenn es in die Befriedung gebracht wurde. Das heißt, wir können kein Leben um unsere Wunden herum aufbauen. Das geht nicht. Angenommen, wir haben eine Wunde durch Bindungstrauma, haben immer schlechte Erfahrungen mit unseren Herkunftsfamilien gemacht, vielleicht auch mit dem sozialen Umfeld, dann wäre man ja nun geneigt, vielleicht in eine Einsiedelei zu gehen oder ein Nerd zu werden, irgendwas jedenfalls zu machen, wo keine anderen Menschen eine Rolle spielen. Und das wäre um die Wunde drumherum gelebt. Ja. Das kann nie tragen. Flucht, sich wegmeditieren, aber es ist eben nicht weg, sondern es ist einfach nur im Schatten. Die Wunde ist immer noch da, genau. Und das, was du angesprochen hast, ist wirklich super, super wichtig, denn Wunden, die im Bindungskontext entstanden sind, die brauchen zwingend einen erneuten Bindungskontext, um heilen zu können. Und das heißt, wenn du dir das Bein brichst, das kannst du alleine ausheilen. Da kannst du auf den Berg gehen oder auf eine Insel gehen und kannst alleine dein Bein ausheilen lassen. Wenn du aber, um es jetzt mal vielleicht ein bisschen pathetisch auszudrücken, ein gebrochenes Herz hast, das kannst du nicht alleine ausheilen. Du brauchst Menschen dazu. Und das ist einfach so, diese kann man wirklich wie eine Faustregel sich sagen, Wunden, die im Beziehungskontext entstanden sind, brauchen einen erneuten Beziehungskontext, um heilen zu können. Schön. Ja, und nicht dafür braucht man keine Meditation. Ja. Das ist eine Ablenkung. Ja, und es braucht auch nicht immer einen erleuchteten Therapeuten, sondern ein lieber Freund, Freundin kann ja auch schon eine wunderbare Hilfe sein. Total. Hauptsache, man kann wirklich sein Herz ausschütten, um es mal so zu sagen, und sich mitteilen und verstanden werden. Das ist super. Wir kommen jetzt ganz geschmeidig von Tool zu Tool, weil was du da nämlich gerade ansprichst, diesen in den Austausch gehen mit lieben Menschen, das ist tatsächlich ein wunderbares Tool für ganz viele Heilungsprozesse. Und das hängt auch wieder damit zusammen, dass wir früher in unserem Bindungskontext uns nicht, also in unserer Herkunftsfamilie, uns nicht so ausdrücken konnten, wie uns zumute gewesen ist. Wenn wir beispielsweise gesagt hätten, ich fürchte mich, dann haben wir erlebt oder wären Gefahr gelaufen, dafür lächerlich gemacht zu werden. Genau, oder es passt schon, war
genau, vergeht. Entweder so. Ausgewählt, ja, man hat übliches Gerücht, das war damals so genau die Art und Weise, damit umzugehen. Genau, und das heißt, wir haben dann erworben die Fähigkeit, das nicht mehr zu äußern, weil wir natürlich nicht uns wünschen, wieder gedemütigt zu werden. Das heißt, wir kommunizieren das nicht mehr. Und das heißt, wir spalten das so ein bisschen ab, diesen Wesensteil von uns, der da jetzt diese Furcht zum Beispiel empfindet. Und das bedeutet, wenn ich in einem besseren Beziehungskontext bin, mit Menschen, die mir wohlgesonnen sind und mit Menschen, die mich mögen und mit denen ich mich verbunden fühle, wenn ich mich da so äußern kann mit allem, was mir in diesem Moment, was in mir ist, wenn ich das sagen kann, was für mich im Augenblick meine Wahrheit ist und das wird angehört, dann heilt es aus. Mhm. Genau dadurch heilt es aus. Schön. Und da gibt es dann auch, um das so ein bisschen neurobiologisch zu machen, in dem Moment, wo ich mich in einem guten Gespräch wiederfinde, wo ich mich stabil und emotional zuverlässig gehalten, getragen, gestützt fühle, steuert unmittelbar der ventrale Vagus an. Das heißt, wenn wir uns gut fühlen, dann springt der ventrale Vagus an. Das ist der Zweig unseres parasympathischen Nervensystems, der für Wohlbehagen, für Glück, für Freude, für Harmonie zuständig ist. Und der ist aber nur online, wenn es uns tatsächlich gut geht. Der ist vielen Leuten unter dem Selbstheilungsnerv bekannt. Und dann gibt es so Übungen, um diesen Selbstheilungsnerv zu stimulieren. Da gibt es auch ganze Bücher drüber, über die Stimulierung des Vagusnervs. Das ist im Prinzip auch ganz lustig, aber wenn man das im klinischen Raum macht und so vor sich hin versucht, den anzuwerfen, dann kann das deshalb nicht klappen, weil dann sind wir wieder beim Bindungs- und Beziehungskontext. Wir brauchen andere Menschen, um das zu machen. Und wenn der, dann ist der automatisch online. Und wenn wir einfach nur so für uns selbst den stimulieren und da diese Übungen machen, Atemübungen oder Bewegungsübungen gibt es ganz viele, haben aber keinen funktionierenden Beziehungskontext, dann heilen wir auch nicht. Weil das nichts ist, was wir irgendwie abgeschottet von was anderem machen können, sondern wir brauchen diese Verbundenheit. Das, was du vorhin auch wieder angesprochen hast. Ja. Also es ist letztlich eine Kombination verschiedener Dinge, die hilft. Ne? Das Miteinander sein. Allein nur miteinander wäre es ja auch nicht, sondern erforschen, was war in meiner Vergangenheit. Körperlicher werden. Und jetzt kommen wir noch zu etwas, was wir auch, wo wir auch ein eigenes Video gemacht haben. Dieses neurologische Zittern heißt es, glaube ich. Oh ja, neurogenes Zittern. Großartig. Ja, vielleicht wollen wir es nur ganz kurz zusammenfassend hier erläutern und dann verlinken wir auch wieder zum Link, wo ihr es ein bisschen ausführlicher noch wahrnehmen könnt. Super, weil das gerne ist ein tolles Tool, das erst seit 20 Jahren, glaube ich, oder seit 10 Jahren bekannt ist. Also, genau. Ja. Das Gute daran ist, dass das keine Technik ist und keine Methode ist, sondern ein Selbstheilungsreflex. Und das finde ich deshalb ganz wichtig, weil es zwar super gute Techniken gibt, wo man aber gucken muss, passt die Technik zu dem Menschen, der sie ausprobieren möchte. Und das ist ja nicht immer selbstverständlich. Also es gibt gute Atemtechniken, aber wenn man die falsche erwischt, das kann wirklich böse nach hinten losgehen. So, und dieses neurogene Zittern ist halt ein Selbstheilungsreflex, der normalerweise angeboten wird vom Körper freiwillig. Sprich, wenn jetzt hier durch unser schönes Aufnahmestudio ein Mammut trampeln würde, dann würden was wir jederzeit beide passieren kann. Jederzeit, genau. Ja. Und wir wären dann, also unser autonomes Nervensystem würde uns sofort in eine Erstarrung bringen. Das ist schlau, weil vielleicht übersieht das Mammut uns dann, wenn wir uns nicht bewegen. Und dann würde das Mammut unverrichteter Dinge, weil es uns ja nicht gesehen hat, weil wir so schnell erstarrt waren, würde es also wieder raustrampeln und wir würden anfangen zu zittern. Das heißt, wir haben eine Gefahr überwunden, erfolgreich, haben sie überlebt und um den Schock, diesen Mammutschock rauszubringen aus unserem System, würden wir anfangen zu zittern, freiwillig. Wenn wir sozusagen noch total mit unserem Körper und allen Emotionen verbunden wären. Ne? Immer. Tiere, die zittern immer. Ja immer, du aber auch. Wir Menschen haben es halt verlernt. Ne? Nein, also, wenn das Mammut hier wäre und draußen, du würdest zittern. 100 Pro. Das wusste ich nicht. Okay. Ja, 100 Pro. Nach Operationen ist es ähnlich. Ja. Aus Sicht des Nervensystems ist jede Operation ein Angriff auf Leib und Leben, weil da legt man sich ja so hin und Messern und Scheren liefert man sich aus. Ja. Und zwar weiß der Verstand, dass das gut ist, aber das Nervensystem sieht die Gefahr. Deswegen ist also jede Operation erstmal ein Trauma. Und im Aufwachraum fangen ganz viele Menschen tatsächlich auch an zu zittern. Und weil aber nun so viele Menschen das nicht wissen, also auch keine Pfleger oder Krankenschwestern, kommt dann oft eben die Beruhigungsspritze, damit der arme Patient nicht so zittern muss. Ja, aber was ganz ungünstig ist, weil der Schock dann halt gehalten wird im System, im Körper. So, also, wir zittern auch jetzt freiwillig nach überstandener Gefahr.
Aber Entwicklungs- und Bindungstraumata, die liegen ja Jahrzehnte zurück. Mhm. Das heißt, da würde unser Körper uns das Zittern nicht mehr freiwillig anbieten, weil es einfach schon viel zu lange Zeit vergangen ist. Was aber trotzdem eben noch gespeichert ist. Total, ja. Genau. Es ist gespeichert, aber wir kriegen es nicht freiwillig raus, weil es eben zu lange her ist. Und dafür braucht man dann einen Trick. Und der Trick ist ein sogenanntes Überlastungszittern. Das heißt, man bringt sich in irgendeine Körperposition, die so anstrengend zu halten ist. Bei Gewichthebern sieht man das, wenn sie so ihre Hanteln stemmen, dann zittert es auch. Das ist aber nicht das neurogene Zittern, das ist das Überlastungszittern. Wenn dieser Hantelstemmer die Hantel fallen lassen würde und mal abwarten würde, dann könnte es sein, dass es sich über die Arme ausbreitet. Mhm. Sprich, man muss durch Überlastungszittern das neurogene Zittern provozieren. Und dann ist es tatsächlich so, dass mit jedem einzelnen Zittern Verschaltungen von früher rausfliegen. Diese Elektrodrähte, die sich da, die jedes unserer Erlebnisse abgespeichert haben, die verlassen dann unser System, die fliegen raus. Mhm. Und hochspannenderweise fliegen auch die Glaubenssätze raus, die an diesen Verschaltungen dranhängen. Das heißt, dieses Gefühl von, ich bin nicht gut genug oder was sollen denn die Leute denken oder das kann ich nicht. Das sind ja alles Erlebnisse, die wir abgespeichert haben als körperliche Reaktion, verbunden mit dem Glaubenssatz, den wir von unseren Eltern dann gehört haben. Das heißt, wir zittern nicht nur die Verschaltung raus, sondern auch den damit dranhängenden Glaubenssatz. Und da wird dann tatsächlich schon deutlich, dass diese scheinbar so simple Körperarbeit in Wirklichkeit eine ganz tiefe spirituelle Arbeit ist. Und zwar deshalb, weil man sich ja die Frage stellen kann, wer wäre ich denn eigentlich ohne meine behindernden Glaubenssätze? Wer wäre ich, wenn ich keine Prägungen und keine Konditionierungen hätte, die mir gar nicht wesenseigen sind, sondern die mir übergestülpt wurden? Und wenn diese Glaubenssätze, Prägungen, Konditionierungen, Sozialisierungen rausgezittert werden dürfen und physisch das System verlassen, dann könnte man sagen, zittert man sich mit jedem Zittern in seinen Urzustand zurück. Und schön der gesagt. Urzustand... Zitter dich in deinen Urzustand. Ja, man kann sogar auch sagen, zitter dich in die Erleuchtung. Ja. Auch das geht. Also wenn das keine Motivation ist. Und man muss ja sagen, das erleichtert schon, weil es war ja... ist oft immer noch gang und gäbe, dass gesagt wird, du musst eine hier jahrelange Psychotherapie machen, musst dir alles genau anschauen. Und hier ist es ja sogar so, ich habe es eben auch schon jetzt immer wieder mal praktiziert, vielleicht noch zu wenig, aber dank dir habe ich das auch noch mehr lernen dürfen, wie heilsam das ist. Das Tolle ist ja auch, du zitterst, danach fühlt sich der Körper entspannt an oder müde oder energetisiert, wie auch immer. Ja. Aber es kommen nicht automatisch irgendwelche Erkenntnisse und tiefe seelischen Befindlichkeiten, gar nicht. Sondern du löst dich, nur durch Zittern löst sich etwas. Ja, genau. Und manchmal irgendwie einen halben Tag später merke ich plötzlich, da kommt sowas, fleucht nochmal sowas durch mich durch, wo ich denke, ah, das könnte jetzt auch dieser Glaubenssatz, diese Wolke nochmal sein, die einfach nochmal kurz gefühlt werden möchte. Und da ist die Übung, sich nicht darin wieder zu verlieren, sondern zu sagen, ah, hallo, ja, alles klar. Und dann so löst sich das. Genau, das heißt, du zitterst alles weg, was nicht zu dir gehört. Und übrig bleibt das, was du bist. Cool. Ja. Also zitter dich frei. Schön. Okay. Ja. Lass mich da gerade noch was anschließen, natürlich, weil du das so angeklungen hast. In der Verhaltenstherapie oder in der tiefen psychologischen Analyse oder in der Psychotherapie ist oftmals so die Vorstellung, dass wir die alten Inhalte anschauen müssen. Richtig, um sie das meine ich lösen damit. Zu können. Genau. Und davon rät die Traumaheilung massiv ab. Mhm. Und zwar deshalb, weil jedes Mal, wenn wir uns an belastende Situationen erinnern, dann tun wir das in den seltensten Fällen nur mental, sondern wir rutschen da auch emotional rein. Mhm. Und das bedeutet, jetzt ein bisschen plakativ oder streng ausgedrückt, das ist eine Retraumatisierung. Ja. Denn für unser Nervensystem macht es überhaupt keinen Unterschied, ob ich mich emotional, das kann man bei Horrorfilmen gut sehen, ob ich mich emotional mit dem Entsetzen auf der Leinwand verbinde und Gänsehaut und Notschweiß und Herzschlag kriege oder ob definitiv neben mir der Kettensägenmörder steht, der mich in Angst und Not bringt. Unser Nervensystem ist in Angst und Not und ob das durch eine Leinwandproduktion oder durch ein physisches Erleben ist, das ist tatsächlich genau das Gleiche für das Nervensystem. Mhm. Und das heißt notwendigerweise, jedes Mal, wenn du dich mit deinem Entsetzen aus zurückliegenden Tagen verbindest, kann das für den Verstand sehr befriedigend sein, weil der Verstand dann sieht, ah, deswegen bin ich so anders, weil ich diese und jene Erfahrungen machen musste. Aber für das Nervensystem ist das
ein Aufreißen der vorhandenen Wunde. Mhm. Und deswegen gilt es, so eine Balance zu finden, weil es natürlich von einem großen biografischen Interesse sein genau, kann, wenn man wusste, fragen. So. Ne, wir haben ja vorhin auch gesagt, so ein bisschen gucken, wo kommt es her, ist schon wichtig. Aber genau, ja. Wie kriege ich jetzt da so die goldene Mitte hin, dass ich mich nicht verliere in diesen Kindheitsängsten? Ganz genau. Und die Kurve würdest du dann hinkriegen, wenn du weißt, dass es für dich heilungstechnisch nicht erforderlich ist, diese Inhalte alle aufzufinden und zu befrieden, sondern dass das lediglich für dein historisches Verständnis deiner selbst reizvoll ist. Mhm. Ja, aber heilen kann man, ohne das zu wissen, denn was heißt auch wissen? Also wenn wir sagen, wir wissen das, dann beziehen wir uns ja auf unser explizites Gedächtnis. Das heißt, wir beziehen uns auf unseren Hippocampus, wo die Erlebnisse schön chronologisch alle abgespeichert wurden und unserem Präfrontalkortex zugänglich sind. Auf unsere Art und Weise abgespeichert, eben mit unseren Ängsten und unserem damaligen Verständnis. Aber dieses Explizite, also dieses sich erinnern können, das ist längst nicht alles. Und das sogenannte implizite Gedächtnis, da haben wir in der Tat alles abgespeichert. Nun ist es dann ja aber so, dass wir ja mit frühen Prägungen auch im ersten oder zweiten Lebensjahr zu tun hatten. Da hatten wir aber noch gar keinen Verstand. Der bildet sich nämlich erst im Alter ab 2,5. Das heißt, man würde ganz automatisch an so eine kognitive Grenze stoßen, wenn man tatsächlich sich alles erinnern müsste, um es lösen und heilen zu können. Wir wissen einfach, unser Körper hat es abgespeichert und es gibt im frischen Erleben immer Situationen, wo wir mit dem Alten sowieso konfrontiert werden, weil wir es ja in uns tragen. Das heißt, wir brauchen nicht zurückgehen in die Vergangenheit, um uns da auf die Spur zu kommen. Mhm. Und das ist halt wirklich wichtig, dass man die Inhalte ruhen lassen kann. Wunderbar. Ja. Mhm. Ja, jetzt haben wir uns schon sehr viel angesehen, was gar nicht nur beim Thema Depressionen auftritt. Der andere Pol wäre wahrscheinlich getrieben sein, in permanenten Stress sein und gar nicht zur Ruhe kommen können, auch nicht wollen. Ja. Wie kann sowas entstehen und wie kann so ein Mensch geholfen werden? Was kann so ein Mensch tun? Das ist im Prinzip diese gleiche Seite, also auch das ist der Überlebensmodus. Ja. Wenn jemand immer aktiviert ist, nicht stillsitzen kann, getrieben sich fühlt, so wie du es gerade beschrieben hast, dann ist das... Workaholics oder wie auch immer. Genau, dann ist einfach dieser sympathikotone Modus sehr hoch. Das heißt, unser Nervensystem ist in der Aktivierung und so kennzeichnet sich der Überlebensmodus. Wenn du das aber umdrehst, dann ist die Depression im Grunde genau das Gleiche. Da ist auch eine hohe Aktivierung, die aber von einer Resignation und Aussichtslosigkeit getragen ist. Das heißt, da wird dann wie eine Bremse oben drauf gedrückt. Das heißt, egal ob depressiv erstarrt oder sympathikoton aktiviert, es ist beides die gleiche Medaille des Überlebensmodus, nur mit unterschiedlichen Zeiten. So, und wenn man das... Also ständig Bremse oder im anderen Fall ständig Gaspedal. Ja, ne? Genau. Also beides irgendwie nicht förderlich. In beiden Fällen hängt das System einfach fest, das autonome Nervensystem. Und wenn man das weiß, wenn man weiß, aha, ich habe diese Aktivierung nicht, weil ich tatsächlich so viel auf meiner To-Do-Liste stehen habe oder weil ich gerade die wichtigsten Gespräche meines Lebens führe, sondern ich habe die als Dauerzustand, diese Aktivierung, dann hilft einem das Verständnis dafür, dass das ein Funktionskreislauf des autonomen Nervensystems ist, der dann runtergefahren werden kann und in die Regeneration gebracht wird, wenn neurogen gezittert wird. Denn dieser Überlebensmodus, der versorgt, also der hat auch starke somatische Folgen, weil alles für diese Fluchtkampfenergie drauf geht und weil die restliche Körperversorgung, intrazelluläre Prozesse, Entgiftung, Verdauung, das liegt alles ein bisschen brach, weil dafür nicht genügend Energie übrig ist. Und wenn man also weiß, okay, mein Körper ist im Überlebensmodus und deswegen bin ich entweder in der Erstarrung oder in der Aktivierung, dann muss ich zusehen, mich rauszukriegen aus diesem Überlebensmodus. Und da ist eben das neurogene Zittern auch ein Segen und hilft. Stück für Stück für Stück kann der Körper runterfahren. Okay, ja, spannend. Was auch helfen kann, das machen viele Menschen intuitiv, wenn sie diese hohe Erregung haben, ist Sport zum Beispiel, um so ein bisschen Ladung einfach abzugeben. Wobei aber Sport, das ist wirklich nicht zu vergleichen mit dem neurogenen Zittern, weil das zwar eine Entspannung bringt und weil die Energie ein bisschen nach außen abgeleitet wird, aber das ist nicht regenerierend. Das ist einfach gut und angenehm und förderlich, aber das Regenerative, was das neurogene Zittern bewirkt, das ist es halt nicht. Aber auch hier die Verbindung zum Körper ist wesentlich. Da die ist mehr total in den Körper wesentlich. Zu gehen, sich zu erden, im Körper zu sein, durch Bewegung, durch Körpergefühl. Und es gibt ja so viele Dinge, es gibt eben auch Yoga und Tai Chi, aber es gibt auch diese mehr
Power-Sportarten, genau. Und so. Und genau. Ich denke, so ein Mensch unter Stress und so sollte natürlich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt plötzlich so einen Leistungssportgedanken an den Tag legen oder nur noch eher kämpfen, ungünstig. Power und schneller, genau. Sondern genau. Auch genießen dürfen, ja? Ja. Ja. Ja, genau. Und das, was du gesagt hast, dass wir eben im Körper sind, das ist tatsächlich, das ist der Schlüssel. Wir sind Körperwesen. Und wenn man sich vorstellt, dass unser psychisches Erleben tatsächlich eine Frage des Körperzustandes ist, da kippen ja ganz viele Vorstellungen, die wir bisher hatten. Also wenn wir zum Beispiel aus der spirituellen Szene hören, wir müssen nur positiv denken oder die richtigen Gedanken haben, dass es uns dann auch körperlich besser geht. Genau, oder Meditation. Und wenn du im Frieden bist, dann lösen sich alle Dinge wie von und selbst. Und das tun sie das eben tun sie nicht. Das tun sie tatsächlich nicht, weil wir hier Körperwesen sind. Mhm. Und jeder hat bestimmt schon mal die Erfahrung gemacht, wenn er vergrippt ist und Fieber hat oder irgendwie einen Magen-Darm-Infekt, dann sieht die Welt einfach entsetzlich aus. Dann will man von niemandem was wissen und die Welt wirkt ganz furchtbar. Und wenn es einem gut geht, wenn man eine schöne Massage hatte oder geschwommen ist oder in der Sonne gelegen hat, dann sieht die Welt freundlicher aus. Mhm. Das heißt, dieses Erleben, das hat eigentlich jeder schon mal spüren können. Mhm. Ja, wenn du sagst, wir sind Körperwesen, ist bei mir sofort der Satz, wir sind auch Körperwesen. Aber das ist sozusagen, ich glaube, da gilt es immer, da auch einen guten Mittelweg zu finden. Denn manchmal tut es ja schon gut, wenn man eben jetzt nicht extrem traumatisiert ist, zu meditieren und dann wieder das Herz öffnet sich, ich fühle mich mit allem verbunden, ich spüre meine Seele wieder, das tut schon auch gut. Das Lustige daran ist, dass du permanent deine Seele spüren würdest, wärst du nicht traumatisiert. Okay, cool. Weil wenn wir auf die Welt kommen, dann tragen wir zwar ein bisschen Epigenetik in uns und sicherlich kumuliert in uns auch das, was unsere Ahnen nicht lösen konnten. Und außerdem haben wir natürlich die Erlebnisse unserer Mutter, als in deren Bauch wir waren. Das heißt, ein bisschen geprägt sind wir natürlich schon, wenn wir auf die Welt kommen. Aber im Wesentlichen sind wir noch im Besitz unserer Schöpferkraft. Im Wesentlichen sind wir tatsächlich noch im Einheitsbewusstsein und im Gottesbewusstsein. Mhm. Und wir verlieren das dadurch, dass wir bindungstraumatisiert werden, dass wir Muster ausbilden, die eben nicht uns wesenseigen sind, sondern die uns übergestülpt werden. Mhm. Und wenn wir jetzt also mühsam versuchen müssen, durch Meditation wieder einen Geschmack davon zu bekommen, wie es ist, in der ewigen Liebe zu sein, dann würde das einem Kind, das untraumatisiert aufwachsen dürfte, der selbstverständlichste Tagesinhalt sein. Mhm. Das würde nur verbunden sein, was natürlich nicht heißt, dass es nichts Körperliches machen könnte. Es könnte auch Hochleistungssport machen, weil ein Körper hätte es ja trotzdem. Aber dieses Einheitsbewusstsein, was man durch die Meditation ja sich wieder verfügbar machen möchte, das wäre sowieso immer da. Das heißt, die Trennung machen wir nur selber durch unsere Ängste, unsere Gedanken und so. Aber wir sind gar nicht getrennt. Wir sind nicht getrennt. Es fühlt sich aber getrennt an. Und das, was sich uns getrennt fühlen lässt, sind unsere Prägungen. Und das ist das, was ich auch so vorhin meinte, dass man sich wieder zurück in die Erleuchtung zittern kann. Mhm. Denn was uns trennt von diesem Gefühl des Verbundenseins, das sind ja nur unsere Prägungen. Mhm. Und wenn die Stück für Stück abgegeben werden dürfen, dann kommen wir ganz automatisch wieder in das, was wir jetzt durch Meditation uns zu erarbeiten versuchen. Schön. Ja, Notfallkoffer für deine Seele. Wir können unmöglich alle Themen bearbeiten, aber lass uns doch zwei, drei weitere Dinge ansehen. Mhm. Vielleicht ergänzt sich das ja auch ganz schön. Krankheit ist natürlich ein Thema, das viele Menschen enorm belastet. Und dann sieht man nur noch die Krankheit und ist nur noch im Schmerz. Und natürlich geht es darum, erstmal den Körper zu versorgen, zu schauen, welcher Arzt hilft mir, welcher Naturheilkundler hilft mir, was kann ich tun. Mhm. Gibt es da vielleicht so ein, zwei Dinge, die du allgemein, wo du sagst, die sind auf jeden Fall immer auch wichtig, wenn man unter einer, ich sage mal, schweren Krankheit leidet und vielleicht auch oft gar nicht mehr so die Hoffnung sieht? Ja, das ist wirklich ein sehr weites Feld und es ist auch schwierig, weil bestimmte Krankheitsbilder oder bestimmte Organbezüge haben ja immer auch eine Aussage zu dem Thema, mit dem man vielleicht gerade beschäftigt ist. Wir können es gar nicht pauschalisieren, wir können aber darauf hinweisen, es gibt also immer möglicherweise auch ein Thema. Genau, nur kann das eben auch so leicht verzweifelnd sein. Also jetzt ein ganz banales Beispiel, wenn jemand Schwierigkeiten mit dem Herz hat, dann liegt es ja nicht weiter fern zu vermuten, dass alles, was
mit dem Herzen zu tun hat, also jetzt auf symbolhafter Ebene, ja, dass es da wohl schwierig ist. Mhm. So, und wenn man das jetzt aber weiß und dann so gesagt bekommt, ja, du brauchst ja nur dein Herz zu öffnen, ja, und geh in Vertrauen ja, und fühl dich verbunden, dann ist uns ja gerade das aufgrund dieser Prägungen, die wir erlebt haben, unmöglich. Ja. Das heißt, wenn wir in Enge und Verzweiflung und Not aufwachsen, dann haben wir von Fülle nur ein angelesenes Bild, aber es ist nicht wirklich in unserem Erfahrungsschatz. Und wenn wir dann halt aufgefordert werden, ins Vertrauen zu gehen, dann kann das eben auch dazu führen, dass wir dann noch eher Selbstwerteinbrüche bekommen, weil wir wüssten ja, was wir bräuchten, nämlich Vertrauen, kriegen es aber nicht hin, weil wir zu verletzt sind. Schuldig auch noch. Ja, genau. Ja, und deswegen würde ich auch bei somatischen Beschwerdebildern immer erstmal ganz nüchtern darauf hinweisen mögen, dass ein dysreguliertes Nervensystem, also sprich ein Körper, der im Überlebensmodus ist, der kann eigentlich nicht wirklich gesund sein. Und zwar deshalb nicht, weil ja alle Energie ins Überleben geht. Und wenn wir fürs Überleben brauchen wir bestimmte Sachen und bestimmte andere Sachen brauchen wir nicht. Wir brauchen fürs Überleben keine Verdauung. Das wäre sehr hinderlich, wenn wir uns gerade in Sicherheit bringen wollen und müssten uns dann erstmal erleichtern. Das heißt, Verdauung wird zurückgefahren. Und jedes somatische Beschwerdebild kommt aufgrund eines dysregulierten Nervensystems. Das heißt, ich würde dazu ermutigen mögen, jedes Beschwerdebild, jede Krankheit als ein Symptom zu sehen, das natürlich begleitet und gelindert und befriedet werden muss, aber man sollte nicht seine Energie in die Beseitigung dieses Symptoms stecken, ja, ja, denn die Ursache ist woanders. Die Ursache ist schlicht das Nervensystem. Und wenn das zum Beispiel durchs neurogene Zittern in die Ruhe kommen darf, dann erledigen sich auch die Beschwerdebilder. Weil der Körper einfach wieder mehr Energie zur Verfügung hat. Die intrazellulären Prozesse laufen wieder, die Entgiftung läuft wieder, die Versorgung kann wieder starten. Und dann werden viele Symptome nicht mehr nötig. Ja, schön. Ja. Ja, und vielleicht zusätzlich einfach erforschen, welche Ressourcen helfen mir, welche guten Dinge helfen mir, ja, mein die Körper Lebensumstände erforschen. In Energie, zu, ja, gute Energie zu kommen. Ja, natürlich. Beginnt ja auch mit vielleicht Ernährungsumstellung, mit mehr Bewegung, mit mehr in der Natur sein. Ja, du hast grundsätzlich natürlich recht, aber das ist schon wieder sehr, sehr fein, was du sagst, weil ja, stell dir einfach vor, du musst jeden Morgen in eine Arbeit gehen, die du entsetzlich findest, ja, die ja, du an sich gar nicht magst, diese Arbeit, und Zeit der Chef mit der ist Natur auch noch und bestellt irgendwas essen. Nee, weil dann nützt dir auch die schönste Natur nichts und die beste Ernährung nichts, weil du große Teile deines Tages in einem Umfeld verbringst, das du als so unangenehm empfindest, dass es dir gar nicht gut gehen kann. Ja. Und das reißt du dann auch mit Ernährung nicht raus. Ne? Das heißt, da ist dann wieder so diese Frage, die du vorhin gestellt hast, was ist eigentlich der Sinn? Ja, also auch und da so erforschen, welche Lebensumstände sind eigentlich untragbar. Ja, genau. Ich mache immer die Augen zu und gehe da trotzdem durch. Ganz das genau. kann die Ursache sein. Ganz genau, denn wie kann ich erwarten, dass ich mich glücklich fühle, wenn ich Zoff mit meiner Vermieterin habe, wenn es um mich herum laut und stinkig ist, wenn mein Chef mich demütigt? Wie kann ich dann erwarten, dass es mir gut geht? Ja, wunderbar. Also es ist schon komplex und trotzdem dem Herzen folgen. Wir haben so ein paar Tools uns angesehen. Beziehung ist vielleicht ein weiteres Thema. Ne? Menschen, die in Beziehung sind und eigentlich sehr, sehr leiden und irgendwo sich trennen wollen und doch nicht trennen wollen. Das ist jetzt alles sehr pauschal, aber da hast du ja auch, du begleitest auch Paare, hast du erzählt. Ja. Was sind denn da so immer wiederkehrende Themen, wo du merkst, also da gibt es eigentlich schon ein paar Sachen, wo du helfen kannst? Also im Grunde agieren wir natürlich auch in Liebesbeziehungen all das aus, was wir in unserer Prägezeit gelernt haben. Wie sollte es anders sein? Wir haben den Bogen hingekriegt, es hängt alles damit zusammen. Es hängt alles damit zusammen. Es ist vom Prinzip her so einfach und von den Auswirkungen her so unfassbar komplex. Und so in der Paararbeit oder in der Beziehungskonstellation könnte man vielleicht sagen, gibt es so zwei Grundtypen. Es gibt einmal den sogenannten Autonomietyp. Das ist derjenige, der in seiner Prägezeit erleben musste, dass ständig seine Grenzen überschritten wurden, dass man sich an ihm bedient hat, wie es gerade passt, und der eigentlich nur ein halbwegs gutes, sicheres Auskommen hatte, wenn er sich zurückgezogen hat. Und dann gibt es den anderen. Und dann so Glaubenssätze, ich kriege sowieso alles allein hin, ich brauche die Menschen gar nicht mehr. Na, sowas kommt dann Später auch eine Rolle. Und Menschen sind sich da mal erforschen, wie denke und, ich eigentlich gegenüber anderen Menschen, wie fühle ich, kann ich mich öffnen, da kann man sich schon ein bisschen auf die Spur kommen. Genau, und wenn man dann merkt, ich kann mich nicht öffnen, dann hat man sehr gute Gründe, weil man in seiner Prägezeit erlebt hat, dass dieses sich öffnen
immer einem übel bekommen ist. So, und der andere Typ, das ist dann eben nicht dieser Rückzugs- oder Autonomie-Typ, das wäre der Verschmelzungstyp, der in seiner, jetzt natürlich alles sehr vergröbert, aber der in seiner Prägezeit überwiegend die Erfahrung gemacht hat, dass nie Liebe da war, dass nie Aufmerksamkeit da war. Und um wenigstens ein bisschen Nähe zu haben, musste man immer hinterherrennen. So, und wenn diese beiden Typen jetzt zusammenkommen, dann ist es ein bisschen schwierig, weil der Verschmelzungstyp läuft dem Autonomie-Typ hinterher und je schneller der Verschmelzungstyp läuft, umso rasender entfernt sich der Autonomie-Typ und umgekehrt. Das heißt, die Lernaufgabe wäre dann, dass der Autonomie-Typ begreift, er darf lieben und es gibt Liebe, aber die Grenzen werden gewahrt. Es muss nichts Missbräuchliches werden und der Verschmelzungstyp muss sehen, dass er auch dann Zuneigung und Liebe empfängt, wenn der andere sich vielleicht physisch mal für eine Zeit zurückzieht. Das heißt, dass man aushalten kann, dass der andere einen Tag auf Arbeit ist oder sogar im Urlaub fährt, dass das nicht bedeutet, dass die Liebe abhanden gekommen ist. Ja, und ich glaube, das funktioniert immer dann, wenn beide bereit sind, sozusagen dahin zu sehen, sich gegenseitig zu unterstützen, wenn die Liebe groß genug ist. Aber manchmal gibt es natürlich auch Situationen, wo oft ist es die Frau, die sehr darunter leidet, dass der Mann das alles gar nicht fühlen will, gar nicht hinschauen will. Und trotzdem liebt sie ihn. Und da gibt es auch oft verzweifelte Umstände, wie soll sie damit umgehen, was soll sie tun. Das ist total qualvoll natürlich. Ja. Und da hilft tatsächlich zwei Dinge vielleicht. Einmal, indem man sich diese Dynamik bewusst macht, dass man weiß, warum zieht der andere sich zurück oder warum habe ich dieses Bedürfnis, so sehr verschmelzen zu wollen und warum kann ich es eigentlich nicht sagen. Also, dass ich es mir bewusst mache, ist das Erste. Und das Zweite wäre dann tatsächlich ganz wichtig, dass man in die Kommunikation geht. Das ist so ein bisschen das, was wir vorhin hatten. Und zwar nicht, dass man über eine Faktenlage spricht, so nach dem Motto, jetzt hast du mich das dritte Mal alleine gelassen und am Sonntag bist du schon wieder weg und was glaubst du eigentlich, wie unsere Beziehung funktionieren soll, wenn du mich immer alleine lässt, sondern dass man dann sowas sagt wie, ich fühle mich verlassen oder auch, ich habe Angst, dass wenn du weggehst, dass du mich dann vergisst und dass du mich nicht wirklich liebst. Und so zu sprechen fordert aber unglaublich viel Mut, weil das sind ja unsere allerschlimmsten Ängste. Man öffnet sich ja dann auch, man wird verletzlich. Und tatsächlich ist das aber der einzige Weg. Weil wenn wir anfangen, auf der Faktenebene zu argumentieren, dann gibt es für jeden Fakt einen Gegenfakt und dann ist man in so einem Ping-Pong und so einem Argumente-Ping-Pong und man kommt nicht wirklich weiter. Aber wenn man begriffen hat, dass das, was einen so quält gegenseitig, dass das auch Traumadynamiken sind und Traumafolgen sind, dann kann man eher den Mut finden, um zu wissen, wir müssen das jetzt ansprechen. Denn in dem Moment, wo ich meine Angst aussprechen darf und dafür nicht verhöhnt werde und auch erleben darf, dass ich dafür nicht verlassen werde, da geschieht Heilung. Ist es dann auch immer wichtig, sofort den anderen einzuladen, auch über seine Gefühle zu sprechen? Oder ist es besser, erstmal einfach nur von sich zu erzählen und zu schauen, was passiert? Auch eine sehr pauschale Frage, hängt ja, jeder Mensch ist da anders drauf. Aber ich meine jetzt wieder dieses Beispiel, die Frau ist eigentlich offen und will sich weiterentwickeln und der Mann blockt einfach. Es ist sehr, sehr schwer, an ihn ranzukommen. Also bevor solche Arbeit überhaupt beginnt, halte ich das für ganz wichtig, dass beide Paare sich erkundigen, was die eigentlich voneinander wollen. Und wenn die Frau zum Beispiel die Erfahrung macht, sie öffnet sich ständig und der Typi haut immer nur ab, dann würde ich dieser Frau tatsächlich empfehlen, ihrem Mann, ihrem Freund, dem Partner die Frage zu stellen, möchtest du mit mir heilen? Dass man wirklich so eine ganz grundlegende Frage stellt. Und wenn der Mann dann sagt, ja, würde ich ja schon gerne, aber ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll, das ist super gut. Weil dann kann man ja gucken, wie es gehen soll. Und wenn der sagt, lass mich mit deiner Psychoscheiße in Ruhe, ich will mein Bier trinken, dann ist da nichts mehr zu holen. Dann ist da wirklich nichts mehr zu holen. Und dann ist es wichtig, dass man sich vergegenwärtigt, eine Beziehung auch verlassen zu können. Und man kann sich dann darüber hinaus mal die Frage sogar noch stellen, ist das eigentlich eine Beziehung? Also ist das tatsächlich, wenn ich jetzt ginge, wäre es denn tatsächlich eine Trennung? Weil Trennung insinuiert ja, dass vorher mal eine Verbindung da gewesen ist. Aber wenn einfach nur zwei physische Leiber nebeneinander auf dem Sofa hocken, das ist nicht wirklich eine Verbindung. Außer vielleicht im Mietbuch, weil man dann nur die Hälfte bezahlen muss. Aber das ist keine innerliche Verbindung. So, aber wenn der Partner sagt, ja, ich bin an dir interessiert und ja, auch ich möchte heilen, dann ist es wunderbar. Und dann wird sich zeigen, so wie du sagst, wenn die Frau immer nur erzählt und der Mann nie was erzählt, dann kann die Frau vielleicht ein gutes Vorbild sein, ne, indem sie sich öffnet und dann der Partner daraufhin Mut findet, das auch mal zu probieren. Auch mal was von sich, von seinem Gefühlserleben zu sagen. Schön.
Und klar, das Wording ist dann noch entscheidend. Heilen ist vielleicht für manche nicht so verständlich, aber ich will verstehen, ich will freier werden. Ich will, dass wir wieder miteinander mehr im Flow sind. Ich will, dass wir bewusster, wacher, wieder mehr Freude im Leben empfinden miteinander. Ja. Was können wir tun? Ja, ja, irgendwie so in dieser Richtung. Ganz genau. Und das ist wichtig. Ne? Das ist wirklich wichtig, diese Grundsatzfrage zu stellen, damit man weiß, das lohnt sich, auch wenn das jetzt blöde klingt, aber das ist eine Beziehung, die wirklich gut tut. Oder ob ich da nichts mehr zu holen habe, ob es da nichts gibt. Ja. Schön. Cool. Letztes Thema, das mir noch einfällt. Und dann haben wir ganz gut eine kleine Tour de force durch all diese Themen, die man überall vertiefen kann. Ja. Aber ich finde es einfach mal wichtig, weißt du, so einen rundum kleinen Ausflug. Und wir merken ja doch, wie alles zusammenhängt. Wie doch auch alles mit Traumata zusammenhängt, alles. Mit alten Prägungen. Ja. Existenzangst, immer ein bisschen Mangel, Angst vor Mangel. Was steckt da dahinter? Was kommt ja auch häufig vor? Also begründet oder auch unbegründet. Es gibt ja auch sehr reiche Menschen, die immer Angst haben, alles wieder zu verlieren. Oh ja, ganz genau. Also das ist sogar sehr häufig, dass die ihren Reichtum gar nicht wirklich genießen können, sondern das als Kompensationsstrategie brauchen, sich eine materielle Sicherheit aufzubauen, damit sie vielleicht andere Sachen kaschieren können oder nicht fühlen müssen. Ne? Also das stimmt, das Gefühl von Mangel muss keineswegs mit einem definitiven Mangel einhergehen. So, und grundsätzlich kann man aber natürlich sagen, dass wenn man in seiner Prägezeit die Erfahrung gemacht hat, dass entweder nicht genügend, obwohl genügend Geld, das interessiert ein Kind eigentlich nicht. Mangel ist eher was Emotionales. Das finde ich, also es sieht jetzt aus wie eine kleine Ablenkung, ist es aber nicht wirklich. Trauma ist nämlich nicht, oder Trauma definiert sich nicht durch das Ereignis. Das heißt, es wäre für kein Kind traumatisch, wenn die Familie wenig Geld hat. Es ist noch nicht mal traumatisch, wenn ein Kind im Krieg groß wird. Das klingt brachial, aber Trauma ist nicht gebunden an ein Ereignis, sondern Trauma ist die Reaktion, die wir vornehmen auf dieses Ereignis. Ja. So, und um jetzt auf den Mangel zurückzukommen, wenn das Kind also erlebt, dass es nicht genügt, dass nicht genügend Wärme da ist, genügend Liebe, ich sehe dich, ich liebe dich, sondern eben dieser emotionale Mangel. Kein Erfülltsein in Beziehung, im Leben dürfen. Dann verschaltet sich das wieder im autonomen Nervensystem und es wird als Mangel verschaltet. Und dieser Mangel, der hat dann einfach unterschiedliche Symptomebenen. Dann hat man einmal einen ausgehungerten Mangel nach Liebe. Man hat aber auch einen Mangel im Materiellen. Man hat, alles wird als mangelhaft erlebt. Und das hängt einfach nur mit diesen Grunderfahrungen zusammen, dass wir ihn erlebt haben. Er war unsere Wirklichkeit, der Mangel. Und wenn wir dann halt später aufgefordert werden, Fülle zu visualisieren, dann können wir das nicht, weil wir nicht wissen, wie Fülle sich anfühlt. Und manifestieren und visualisieren klappt wunderbar. Das passiert auch tatsächlich rund um die Uhr. Aber wir manifestieren immer das entsprechend unseres emotionalen Zustandes. Und wenn wir diesen emotionalen Zustand von Mangel haben, dann müssen wir den weiterhin manifestieren, so lange, bis sich unsere energetische Zusammensetzung ändert und bis wir einen Geschmack davon kriegen, was Fülle bedeuten könnte. Und dann öffnet sich's langsam. Ja, schön. Also auch da wieder zittern, sich lösen von alten Dingen ist schon mal eine gute Sache. Plus auch, ne, also man kann sich ja mal fragen, wo habe ich denn jetzt schon Fülle in meinem Leben? Ne? Das sind vielleicht Dinge, die man erst gar nicht wahrnimmt, aber ich glaube schon, wenn man sich das aufschreibt, zum Beispiel in Beziehung, boah, ich kenne so viele Leute, so viele tolle Frauen und Freunde, da ist bereits Fülle da. Ja? Das hilft dir auch schon wieder, in halt etwas Positiveres denken zu kommen. Ja, genau. So eine Bestandsaufnahme, die du jetzt auch vorschlägst. Ne? Genau. Das ist tatsächlich ganz wichtig, so schauen, wo gibt es denn in mir Referenzpunkte, wo ich ein Erleben schon mal gehabt habe und das vielleicht gar nicht bewusst genug wahrgenommen habe. Das kann in der Tat sehr helfen. Schön. Ja. Ja, also das Leben ist eine Reise, es ist ein Bewusstseinsweg, es hat eine Sinnhaftigkeit, so oder so. Es braucht manchmal Jahrzehnte, bis man durch Themen durch ist. Das soll aber nicht entmutigen, weil du hast im Vorgespräch auch gesagt, hey Leute, es kann auch echt Spaß machen, diese Arbeit. Ja, stimmt. Magst du das mal kurz erläutern? Ach, danke. Ja, danke, dass du das nochmal ansprichst. Ja. Das ist tatsächlich so sehr meine Beobachtung.
Die Wunden, die wir geschlagen bekamen, die schmerzen natürlich. Aber sich diesen Wunden zuwenden zu dürfen, um sie in die Heilung zu bringen, das kann ein so freudvolles Erleben sein. Und das bedeutet eben nicht nur, dass man sich dieser unerfüllten Dinge wieder widmen muss oder dass man schauen muss, im Schmerz zu graben, um es auflösen zu können, sondern eine gute Therapie, eine gute Traumaarbeit bedeutet, dass man sich selbst immer mehr begegnet, dass man immer mehr mit dem Menschen in Berührung gerät, der man sein könnte, wenn man nicht verdorben worden wäre, wenn man nicht durch Prägung, Konditionierung und so weiter seine Wunden erlitten hätte. Und das erlebe ich als freudvoll und als kraftvoll und als energiespendend. Und in meiner Arbeit ist das wunderschön zu sehen, wenn die Menschen, obwohl es anstrengend ist, aber diese Anstrengung als erfüllend und weiterführend und zielorientiert erlebt werden kann. Und das ist halt auch ein ganz wesentlicher Aspekt, dass Traumaarbeit Freude bereiten kann, ganz große Freude. Toll. Und auch eben der Gedanke, all diese Prägungen sind ja gar nicht der eigentliche Mensch. Der eigentliche Mensch ist erfüllt und Freude. Der eigentliche Mensch ist ein Schöpferwesen. Ja. Der eigentliche Mensch, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen zu biblisch oder pathetisch klingt, aber der eigentliche Mensch, das ist jemand wie Jesus, der sieht, da ist Wasser, ich hätte gerne Wein und der braucht sich noch nicht mal konzentrieren und dann ist da Wein drin. Mhm. Wir sind tatsächlich unbegrenzt, nur merken wir es halt nicht durch Entwicklungs- und Bindungstraumatisierung. Wunderbar. Ja, ich würde sagen, es war ein schönes Schlusswort. Ich danke dir. Ja, es ist ein aufregender Weg in das Abenteuer Menschsein und wir können uns da wirklich begleiten. Ich glaube, das ist auch nochmal einfach wichtig, dieses Miteinander. Ja. Niemand muss es alleine machen. Nein. Niemand muss diesen ganz Weg wichtig. Wichtig, was du sagst. Niemand muss es alleine machen. Ja. Das ist auch ein Zeichen einer Bindungsstörung. Mhm. Wenn man, also das vielleicht nur noch ganz kurz, wenn man in seiner Prägezeit erleben musste, dass die Bitten und Wünsche um Hilfe abgeschlagen wurden, dann kommt man als Erwachsener erstens auf die Idee, mir kann sowieso niemand helfen. Mhm. Und zweitens, das ist bei vielen Männern ausgeprägt, dass es schambesetzt ist, um Hilfe zu bitten, weil das ja bedeutet, dass man alleine zu blöde und zu schwach ist. Und das stimmt eben ausdrücklich nicht. Das heißt, wenn Menschen Mühe haben, sich eine Hilfe zu holen, dann ist das einfach nur Ausdruck einer Bindungsstörung. Mhm. Und wir müssen nämlich gar nichts alleine machen. Wir sind hochsoziale, hochfühlende und hochverbundene Wesen, wir Menschen. Und wir lieben es sogar, anderen zu helfen. Ja. Und vielleicht ist das, was wir gerade erleben, nochmal global auch diese Erfahrung, ne? Dieses getrennt worden sein, dieses getrennt sein müssen, führt hin zu einer wirklich vielleicht tieferen Herzensverbundenheit. Also oft ist das Thema auch ein neues Miteinander, das hier im Studio immer wieder angesprochen wird. Da lasset uns darauf hinbauen und schon jetzt Herzensverbindungen pflegen, wie wir das machen. Ich danke dir. Ganz genau. Ich danke dir auch, Thomas. Danke. Ja, danke euch, ihr Lieben. Hätte war jetzt ganz viel dabei und freut mich, weil es ist mir auch einfach ein Herzensanliegen, heilsames Wissen weiterzugeben und deines auch. Und da wieder mit dir in dieser Weise geschwungen zu haben, ist einfach sehr, sehr schön. Vielen Dank. Alles Liebe euch. Bis bald.